Präsident, meine Herren Richter. Zunächst eine ganz kurze Erläuterung. Ich habe gestern mehrfach die Anklage erwähnt und beabsichtige dies auch bei der weiteren Vernehmung zu tun. Ich meine damit immer die Präsentation des Falles Fritzsche durch Captain Sprecher in der Vormittagssitzung vom 23. Januar 1946. Herr Fritzsche, Sie hatten sich gestern zu Ihren Rundfunksendungen geäußert auf die Propaganda der Alliierten. Und dazu noch eine letzte Frage. Haben Sie auch versucht, die Front der Alliierten durch Ihre Propaganda aufzuspalten? Selbstverständlich habe ich das versucht. Ich habe alle ideologischen und alle praktisch-politischen Gegensätze oder Differenzen zwischen den einzelnen der alliierten Nationen herausgearbeitet. Ich hielt das für ein erlaubtes Kriegsmittel. Damals wünschte ich eine Spaltung zwischen den Alliierten genauso sehr, wie ich etwa heute deren Einigung wünsche, da Deutschland ja doch das erste Opfer eines jeden Konflikts wäre. Nun sind Sie auch angeklagt als Helfer bei der Festigung der Nazi-Kontrolle in ganz Deutschland. Haben Sie gegen die Demokratie gehetzt? Ich habe niemals gehetzt gegen die Demokratie als solche. Ich habe polemisiert gegen die Demokratie der 36 Parteien. Die Demokratie, die vorher in Deutschland geherrscht hatte. Die Demokratie, unter der selbst so starke Gruppen ohnmächtig blieben, wie etwa die zwei marxistischen Parteien. Die ausländische Demokratie habe ich kritisiert, nur in zwei Punkten. Erstens in den Elementen, die den Grundgedanken einer Demokratie einschränkten. Ich glaube, es ist überflüssig, vielleicht auch missverständlich, wenn ich das heute aufzählen würde. Zweitens kritisierte ich das Verlangen der ausländischen Demokratien, auch uns ihre Regierungsform aufzunötigen. Das erschien mir damals, nach dem Stand meiner damaligen Kenntnis und Information, ungerechtfertigt. Hielten Sie also die Diktatur für die bessere Regierungsform? Ich möchte ausdrücklich erklären, damals, unter den damaligen Umständen, und nur für eine vorübergehende Zeit der Not, ja. Heute selbstverständlich nicht mehr, nachdem die autoritäre Regierungsform geführt hat zu der Katastrophe eines Mordes an 5 Millionen, halte ich diese Regierungsform selbst in Notzeiten für falsch. Ich glaube, dass jede Art, selbst eine eingeschränkte Art von demokratischer Kontrolle, eine solche Katastrophe unmöglich gemacht hätte. Es wird Ihnen vorgeworfen, ferner, dass Sie die Lehre von der... Es
Es wird Ihnen ferner vorgeworfen, dass Sie die Lehre von der Herrenrasse verbreiteten. Von der Anklage wird dieser Vorwurf indirekt gegen Sie erhoben. Wie steht es damit? Ich habe niemals die Theorie der Herrenrasse aufgestellt oder vertreten. Ich habe selbst diesen Begriff vermieden. Ich habe den Begriff ausdrücklich verboten, für die deutsche Presse und für den deutschen Rundfunk, jeweils in der Zeit, als ich die eine oder das andere betreute. Ich glaube auch, dass der Begriff Herrenrasse eine größere Rolle gespielt hat in der antinationalsozialistischen Propaganda als in Deutschland selbst. Wer der Erfinder dieses Begriffes ist, weiß ich nicht. Öffentlich erwähnt wurde er meines Wissens nur von Männern wie zum Beispiel Dr. Ley, die, und das muss ich offen und ausdrücklich erklären, in dieser Beziehung von niemandem ernst genommen wurden. Unausgesprochen hat dieser Begriff allerdings eine große Rolle gespielt bei der SS wegen ihrer Exklusivität in rassischer Hinsicht. Aber Menschen von Klugheit, von Takt, von Einsicht und einiger Weltkenntnis vermieden den Gebrauch dieses Wortes auf das Allerpeinlichste. Herr Präsident, ich biete dem Hohen Gericht bei dieser Gelegenheit ein Affidavit an des Dr. Scharping vom 17. Mai 1946. Dr. Scharping war bis zuletzt Regierungsrat im Propagandaministerium. Aus diesem Affidavit zitiere ich an dieser Stelle nur einen Satz von Seite 13. Ich zitiere: In diesem Zusammenhang ist auch zu erklären, dass Fritzsche sich stets gegen den Begriff der Herrenrasse gewendet hat. Es wurde sogar die Anwendung dieses Wortes von ihm im Rundfunk ausdrücklich verboten. Nun hat aber die Anklage ein Zitat aus einer ihrer Rundfunkreden gebracht, um diese Behauptung zu belegen. Das Zitat ist richtig. Aber ich bitte es nur genau zu lesen. In ihm wird der Begriff Herrenrasse abgelehnt für das jüdische und für das deutsche Volk. Das Zitat ist nicht misszuverstehen. Herr Präsident, das steht in der Anklagerede von Captain Sprecher im englischen Text auf Seite 32, 31. Das Protokoll. Aber nun haben Sie nicht nur eine Inlands-, sondern auch Auslandspropaganda betrieben. Wie war der Unterschied? In meinen Rundfunkvorträgen bestand kein Unterschied. Vor dem Ausbruch des Krieges habe ich die Vorträge für das In- und die für das Ausland leicht differenziert, einfach weil das Publikum ein verschiedenes war und ich ein verschiedenes Niveau von Vorkenntnissen voraussetzen musste. Im Kriege wurden meine im Reichsdeutschen Rundfunk gehaltenen Vorträge einfach auch gegeben über die Kurzwellensender. In- und Ausland konnte das für Aus- oder Inland Gesagte gegenseitig kontrollieren. Im Übrigen habe ich in den 12 Jahren, in denen ich im Deutschen Rundfunk sprach, niemals Übersetzungen meiner Vorträge geduldet,
da dann immer eine Verschiebung von Nuancen herauskam. Aufsätze ließen sich übersetzen, vielleicht auch offizielle Reden, aber nicht die doch etwas leichten und halb improvisierten Plaudereien. Haben Ihre Auslandssendungen internationale Kritik gefunden? Ja, sehr häufig. Im Kriege gab es manchmal beinahe täglich eine Stimme aus irgendeinem Land. Und diese Kritiken ließ ich sammeln. Ich bat, sie zu beantragen als Dokument. Der Antrag wurde abgelehnt. Meines Wissens ist mir in diesen Kritiken der Vorwurf der Kriegshetze nicht gemacht worden. Nun sind Sie nicht nur als Sprecher propagandistisch tätig gewesen, sondern auch als Organisator. Man wirft Ihnen vor, dass Sie geholfen hätten, ein wichtiges Instrument für die behauptete Verschwörung zu schaffen. Die Anklage sagt hierzu, Sie hätten 13 Jahre lang Hilfe geleistet bei Schaffung der Propagandamittel, die die Verschwörung so schlagend benutzte. Haben Sie die Presseorganisation des Nationalsozialistischen Staates geschaffen? Nein, diese Organisation habe ich nicht geschaffen. Ich war auch nicht beteiligt an ihrer Schaffung. Ihr Schöpfer war Dr. Goebbels, Dr. Dietrich und der Reichsleiter Amann. Als ich im Winter 1938 Leiter der sogenannten Abteilung Deutsche Presse wurde, habe ich versucht, die Fesseln zu erleichtern, die der deutschen Presse angelegt worden waren. Ich habe das auf dem materiellen und dem personellen Gebiet versucht. Ich habe zum Beispiel Hunderte von 1933 oder 34 entlassenen Schriftleitern anderer Parteien wieder in die Presse hereingeholt. Heute werden diese mir gram sein, damals meinte ich es gut. Ich habe dann weiter, außer den offiziellen Pressekonferenzen, die außerordentlich scharf kontrolliert wurden, auch in ihren Protokollen von meinen Vorgesetzten, sogenannte Nachkonferenzen geschaffen, in denen ich mit den Vertretern der 50, 60 wichtigsten Zeitungen freier alle Möglichkeiten ihrer Arbeit besprach. Ich habe dort das oft angewandte Schlagwort geprägt: Ihr könnt alles an Kritik in den deutschen Zeitungen schreiben, dann, wenn ihr diese Kritik nicht fett in die Überschrift setzt, sondern wenn ihr sie elegant formuliert im Text unterbringt. Von dieser Möglichkeit haben viele, viele deutsche Journalisten der vergangenen 12 Jahre Gebrauch gemacht. Ich wäre froh, wenn diese Arbeit, die eine versteckte Arbeit war, heute irgendwie im Interesse dieser Menschen gewürdigt würde, die zum Teil nur in persönlichem Zutrauen zu mir in ihren Beruf als Journalisten zurückgekehrt sind. Selbstverständlich muss ich hinzufügen, dass die Möglichkeit, diese Kritik zu üben, irgendwie begrenzt war und nicht unbegrenzt zur Verfügung stand. Herr Präsident, ich biete dem Gericht bei dieser Gelegenheit mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft
ein Dokument an als Fritsche Exhibit Nummer 4. Es handelt sich hierbei um einen Auszug aus einem Briefe des deutschen Generalleutnants Dittmar, der die militärische Lage häufig im deutschen Rundfunk während des Krieges kommentiert hat und der sich in englischer Gefangenschaft befindet. Der bekannte englische Rundfunkkommentator Mr. Little Hart hat dem britischen Generalstaatsanwalt einen Auszug aus einem Briefe geschickt. Und ich möchte dieses Memorandum, was mir zugeleitet wurde, kurz zitieren. Darf ich die Stelle zitieren? Dittmar schreibt seine Möglichkeit, die kritische Haltung in seinen Rundfunkkommentaren beizubehalten, hauptsächlich der stillschweigenden Billigung und der Protektion Hans Fritsches, dem Leiter des politischen Rundfunks, zu. Er glaubt, dass Fritsche ein heimlicher Opponent des Regimes gewesen ist und froh über die Chance war, einen Kommentator gefunden zu haben, der in diskreter Weise Gedanken zum Ausdruck brachte, die seinen eigenen ähnelten und die insgeheim dahin führen würden, das Vertrauen zum Regime zu vermindern. Ferner im Anschluss an dieses Zitat ein weiteres Zitat aus dem Affidavit von Dr. Scharping, was ich bereits als Fritsche Exhibit Nummer 2 überreicht habe. Von Seite 11 dieses Affidavits. Ich zitiere: Die Rundfunkleute und Journalisten kannten Fritsches Toleranz ganz genau. Es ist wiederholt vorgekommen, dass Fritsche bei seinen Konferenzen zum Beispiel ein Exemplar des Völkischen Beobachters in der Hand hatte und einen judenfeindlichen Aufsatz ironisierte. Ich erinnere mich, dass er einmal etwa mit folgenden Worten seiner Kritik Ausdruck gab. Eine Berliner Zeitung Er hielt dann für alles sichtbar den Völkischen Beobachter hoch in der Hand, hat wieder einmal in einem Leitartikel mehr als zwei Böcke auf einmal geschossen. Vielleicht gelingt es dem Herrn Verfasser noch, den richtigen Ton zu treffen. Mit solchen ironischen Bemerkungen hatte Fritsche stets den Beifall seiner Zuhörer, aber es war nicht ungefährlich für ihn, denn Goebbels las täglich die Protokolle dieser Pressekonferenzen nach. Herr Fritsche, im Anschluss an die Äußerung des Generalleutnants Dittmar eine Frage. Fühlten Sie sich als ein Gegner des Systems oder wie kommt General Dittmar zu dieser Aussage? Ich war kein Gegner des Systems.
Es wäre lächerlich und unwürdig, heute das behaupten zu wollen. Aber ich war ein scharfer Gegner aller Missbräuche des Systems, die ich überhaupt nur zu erkennen vermochte. Der Missbrauch, der mir am erkennbarsten war, weil er auf meinem Arbeitsgebiet lag, war die Schönfärberei der Nachrichten im Kriege. Das Ziel meiner ganzen Nachrichtenpolitik war ein Realismus. Und das meint General Dittmar offenbar in dem hier verlesenen Teil seiner Aussage. Ich begegnete General Dittmar im Dezember 1942 oder Januar 1943, also in einem Augenblick, als die 6. Deutsche Armee in Stalingrad schon eingeschlossen war, als diese Tatsache aber offiziell dem deutschen Volk noch verheimlicht wurde. Und ich habe mit General Dittmar zusammen entgegen dem Verbot die Tatsache der Einschließung der 6. Armee in Stalingrad öffentlich mitgeteilt. Es gab damals eine große Sensation. Ich habe in den darauf folgenden Monaten und Jahren General Dittmar mit seiner realistischen Darstellung der militärischen Lage immer verteidigt gegen alle Angriffe, insbesondere gegen die Angriffe der Partei, aber auch die Angriffe des Auswärtigen Amtes, das immer wieder darauf verwies, diese nüchternen Darstellungen Dittmars wirkten auf die Verbündeten Deutschlands schlecht. Im Rahmen dieses Kampfes für eine realistische Nachrichtengebung habe ich später, und ich bitte um die Erlaubnis, das kurz erwähnen zu dürfen, einen geradezu verzweifelten Kampf geführt gegen die verantwortungslose Propaganda, die mit Wunderwaffen geführt wurde. Ein Jahr erst, nachdem Dr. Goebbels das erste Mal von Wunderwaffen, die kämen, gesprochen hatte, habe ich eine neue Waffenart überhaupt zum ersten Mal erwähnt. Hier hat Speer einen SS-Standartenführer Berg erwähnt, der im Rahmen des Propagandaministeriums eine geheime Propaganda getrieben hätte für die Wunderwaffen. Dies ist der Verfasser eines viel beachteten Aufsatzes aus dem Reich mit der sensationellen und vielversprechenden Überschrift „Wir Geheimnisträger". Gegen solche Dinge musste ich ankämpfen. Ein anderes, besonderes, markantes Beispiel. Auch ein Angehöriger der SS, Fernau, schrieb in dem Augenblick der gelungenen Invasion einen Aufsatz, in welchem er es so darlegte, als sei die Räumung Frankreichs ein ganz besonders geheimnisvoller Trick der deutschen Kriegführung, der nur die Möglichkeit schaffe zu einem besonders starken Gegenschlag. Diesen Aufsatz habe ich in meinem Bereich verboten. Und ich musste immer wieder auftreten gegen die unter der Decke verbreiteten, unverantwortlichen Gerüchte über geheimnisvolle Waffen. Ich habe das auch öffentlich getan,
Und ich habe auch im Rundfunk gegen diese Propaganda deutlich Stellung genommen. Auf der anderen Seite darf ich aber auch darauf hinweisen, mir sind immer von meinen Vorgesetzten in jedem Augenblick des Krieges einzeln begründete Versprechungen gemacht worden, erstens auf irgendeine gerade jetzt vorbereitete militärische Offensive, zum Beispiel ein Vorstoß aus Ostpreußen nach Süden, ein Vorstoß aus Oberschlesien an die Weichsel, ein Vorstoß aus dem Elsass nach Norden und so weiter. Hand in Hand mit diesen bis ins Einzelnste begründeten Zusagen gingen dann die gestern schon andeutungsweise erwähnten politischen Versprechungen. Also die von Dr. Goebbels gegebenen Schilderungen, dass außenpolitische Verhandlungen mit dem Gegner auf der einen oder der anderen Seite im Gange seien. Eine weitere Frage. Wer leitete die Pressepolitik? Die Pressepolitik leitete Reichspressechef Dr. Dietrich. Er gab seine Anweisungen sehr spezialisiert, meistens in einem genau festgelegten Wortlaut der sogenannten Tagesparole des Reichspressechefs. Meist gab er sogar die Kommentare noch im Wortlaut, die etwa auf der Pressekonferenz angefügt werden sollten. Dr. Dietrich hielt sich meistens im Führerhauptquartier auf und erhielt die Weisung von Hitler unmittelbar. Vertreter Dr. Dietrichs waren Sündermann und Lorenz. Der zweite für die deutsche Pressepolitik bestimmende Faktor war der Reichsleiter Amann, der an der Spitze der Organisation der Verleger stand. Der dritte Faktor war Dr. Goebbels als Reichspropagandaminister. Ihm unterstanden formell sowohl Dietrich wie Amann. Tatsächlich waren ihm beide gleichgestellt. Und ich musste immer zwischen diesen drei Instanzen lavieren, ausgleichen oder koordinieren. Tatsächlich waren ihm beide gleichgestellt. Und ich musste immer zwischen ihm ausgleichen oder koordinieren. Haben Sie die Organisation des journalistischen Nachrichtenwesens geschaffen? Jawohl, diese Organisation habe ich geschaffen. Sie stammt im Prinzip von mir. Ich darf verweisen auf mein Epidevit 3469 PS und zwar Punkt 17. Ich betreute das journalistische Nachrichtenwesen etwa von 1934 bis 1938. Ich war noch stolz darauf, dass im Anfang des Krieges sogar der Gegner das gute Funktionieren dieses Nachrichtenapparates anerkannte. Ich war allerdings zu dieser Zeit nicht mehr der Leiter dieses sogenannten Referats Nachrichtenwesen.
Ich habe diese Organisation als ein Fachmann mitten im Frieden geschaffen. Ohne auch nur irgendwie an ihre Kriegsverwendungsmöglichkeit zu denken. Die Schlussfolgerung der Anklage, dass ich auch den Inhalt der Nachrichtendienste bestimmt hätte, ist nicht richtig. Von der Anklage ist gesagt worden, dass das Propagandaministerium die märchenreichste Lügenfabrik aller Zeiten gewesen sei. Was sagen Sie hierzu? Zunächst für mich persönlich. Ich möchte Folgendes ganz klarstellen. Ich erkläre unter meinem Eid, ich habe in wirklich ernsthaften Fragen der Politik und der Kriegführung nicht eine einzige Fälschung begangen und nicht eine einzige Lüge bewusst ausgesprochen. Wie oft ich selbst das Opfer einer Fälschung oder einer Lüge geworden bin, das vermag ich nach den Enthüllungen dieses Prozesses nicht zu sagen. Das Gleiche gilt, soweit ich das weiß, für alle meine Mitarbeiter. Dabei möchte ich durchaus nicht leugnen, dass ich und meine Mitarbeiter eine Tendenz walten ließen bei der Auswahl von Meldungen und Zitaten. Es ist ja der Fluch der Propaganda in einem Kriege, dass sie eben nur mit Schwarz-Weiß-Malerei arbeitet und nur wenige große Geister erhoben sich darüber. Ich glaube, dass diese Schwarz-Weiß-Malerei ein Luxus ist, den man sich auch nicht mehr leisten darf. Zu dem Thema Propagandaministerium als solchem muss ich sagen, ich kann nur urteilen über das Zwölfte, also die eine Abteilung, der ich jeweils vorstand. Aber nach meiner Kenntnis ist es ein Irrtum zu glauben, dass dort im Propagandaministerium 1000 kleine Lügen ausgedacht worden wären. Im Einzelnen wurde ganz sauber und ehrlich gearbeitet. Technisch sogar vollkommen. Hätten wir in 1000 kleinen Dingen gelogen, dann wäre der Gegner leichter mit uns fertig geworden, als er tatsächlich mit uns fertig geworden ist. Aber entscheidend für einen solchen Aufklärungsapparat ist ja nicht die Einzelheit, sondern entscheidend ist die letzte und tiefste Grundlage, auf der eine Propaganda aufgebaut ist. Entscheidend ist der Glaube an die Sauberkeit der Staatsführung. Auf die sich irgendwo jeder Journalist verlassen muss. Und diese Grundlage ist erschüttert durch das, was heute bekannt geworden ist, von Massenmord, von sinnloser Gräuel. Und sie ist erschüttert durch den Zweifel an der Ehrlichkeit des Friedensbekenntnisses Hitlers, dessen Tatsachen im Einzelnen ich nicht zu beurteilen vermag. Es ist in diesem Prozess darauf hingewiesen worden, dass es keine völkerrechtliche Bestimmungen gibt über die Gebräuche der Propaganda in Krieg und Frieden. Mir ist sehr wohl bekannt, dass das Völkerrecht
der Propaganda, besonders der Propaganda im Kriege, keine Grenze zieht. Es ist mir auch sehr wohl bekannt, dass nur in ganz wenigen Einzelverträgen zwischen Staaten Bestimmungen über den Gebrauch der Propaganda enthalten waren. Zum Beispiel in dem Vertrag Deutschland-Polen und in dem Vertrag Deutschland-Sowjetunion. Aber ich habe mein ganzes Leben lang als Journalist betont, das Fehlen internationaler Bestimmungen über Propaganda ist kein Freibrief für Lüge. Ich habe immer die moralische Verantwortung des Journalisten und des Nachrichtenmannes betont. Ich habe das lange vor dem Kriege auch in einer internationalen Diskussion mit Radio Luxemburg schon getan. Auf die einzugehen hier zu weit führen würde. Wenn ich im Mai des vorigen Jahres den Tod nicht suchte, dann ist mit ein Grund hierfür mein Wunsch, ich wollte Rechenschaft ablegen, wo in diesem System der reine Idealismus und der Opfermut von Millionen war und wo die Lüge herrschte oder die Brutalität, die auch vor einem Verbrechen nicht zurückschreckte. Nennen Sie Beispiele, in denen Sie sich betrogen fühlen. Es ist in diesem Prozess die Nachricht besprochen worden, die am Anfang des Polenkrieges stand, die Nachricht von dem Überfall auf den Sender Gleiwitz. Ich habe damals an die Richtigkeit der amtlichen deutschen Nachrichten festgeglaubt. Über diesen Fall brauche ich nichts zu sagen. Dann ist mir im Dezember, erst des vorigen Jahres, hier im Gefängnis in Nürnberg, aus einem Gespräch mit dem Großadmiral Räder klar geworden, dass es tatsächlich ein deutsches U-Boot war, das die Athenia versenkte. Bis dahin hatte ich fest an die Richtigkeit der amtlichen deutschen Mitteilung geglaubt, dass ein deutsches U-Boot eben nicht in der Nähe des Versenkungsorts gewesen war. Ich habe meinen Rechtsanwalt gebeten, einmal die schärfsten Stellen, die ich selbst zu dem Fall Athenia in meinen Rundfunkreden gesagt habe, herauszusuchen und in mein Dokumentenbuch aufzunehmen. Also Dinge, die eigentlich gegen mich sprechen, aber die auf der anderen Seite doch klarlegen, wie ich nicht ganz allein auf der Grundlage der amtlichen deutschen Nachricht arbeitete und argumentierte, sondern wie ich auch die Nachrichten sammelte, die die amtliche deutsche Lesart unterstützten. Also zum Beispiel die zunächst nicht öffentlich bekannt gegebene und deshalb zu Verdacht anregende Tatsache, dass das Wrack der Athenia einen Tag nach der Katastrophe durch Schüsse britischer Zerstörer versenkt wurde. Ein Vorgang, der im Interesse der Schifffahrt selbstverständlich ist, der mir damals aber Anlass zu neuem Misstrauen zu sein schien. Ebenso habe ich amerikanische Nachrichten über den gleichen Gegenstand verwandt. Aber die eindrucksvollste Falschnachricht, der ich zum Opfer fiel, ist doch eine Nachricht, die in den letzten Tagen des Krieges ausgegeben wurde,
und die ich schildern muss, im Interesse der Klarstellung der Dinge. In den Tagen, als Berlin umschlossen war von den russischen Armeen, wurde den Berlinern mitgeteilt, dass eine Entsatzarmee, die Armee Wenck, auf dem Marsche nach Berlin sei, dass an der Westfront nicht mehr gekämpft würde. Es wurde die Nachricht ausgegeben, Ribbentrop habe sich an die Westfront begeben und habe dort einen Vertrag abgeschlossen. Und es wurden dann Flugblätter gedruckt in dem umschlossenen Berlin, etwa mit dem Text: Soldaten der Armee Wenck, wir Berliner wissen, dass ihr schon bis Potsdam gekommen seid, beeilt euch, kommt schnell, helft uns. Diese Flugblätter wurden gedruckt in einem Zeitpunkt, als die Armee Wenck nicht mehr existierte und schon gefangen genommen war. Diese Flugblätter wurden scheinbar versehentlich über Berlin abgeworfen und sollten den Einwohnern Berlins neuen Mut in diesen Tagen geben. Das geschah in den Tagen, in denen Hitler nach der Aussage Speers seiner engeren Umgebung bereits gesagt hatte, es lohne sich nicht mehr, für den Rest des deutschen Volkes irgendetwas zu tun. Herr Präsident, die von dem Angeklagten Fritsche erwähnten zwei Rundfunkansprachen, die sich mit dem Athenia-Fall beschäftigen, sind in dem Dokument Fritsche Exhibit Nummer 1 enthalten, welches ich bereits gestern überreicht habe. Diese V-Aktion, diese Victory-Aktion verkündet. Ich stellte mich an dem gleichen Abend vor das deutsche Mikrofon und sagte scheinbar harmlos, wir wollen mal eine V-Aktion machen, das V heißt Victoria. Danach klagte Oberst Britten, ich hätte ihm das V gestohlen. Ich behauptete, das sei nicht der Fall, es sei mir zuerst eingefallen. Wenn Sie nur mit der Wahrheit zu operieren glaubten, warum dann Ihre scharfe Sprache? Warum dann das Abhörverbot? Ausländischer Sender. Ich habe schon in meinem Affidavit betont, dass nach meiner Ansicht die Schärfe meiner Sprache immer etwas zurückblieb hinter der Schärfe der Sprache meiner Gegner. Das Verbot zum Abhören ausländischer Sender ist ausgesprochen gegen meinen Willen erlassen worden. Für mich war dieses Verbot nur lästig. Bei meinen Diskussionen mit meinen ausländischen Gegnern in den verschiedenen Ländern. Denn bei dieser Art des Abhörverbots blieb mein Gegner sozusagen im Halbschatten. Ich durfte ihn nicht offiziell ansprechen, wusste aber auf der anderen Seite, dass eben doch viele meiner Hörer auch ihn gehört hatten. Ich darf hier erwähnen, dass ich immer eingetreten bin für eine milde Beurteilung der Strafen, Vergehen gegen dieses Rundfunkabhörverbot. Mehrfach wurde ich von Justizbehörden als Sachverständiger gefragt. Ich darf auch betonen, dass ich insbesondere nach Stalingrad einen eigenen Abhördienst einrichtete, einen Abhördienst des russischen Rundfunks, um die Namen der in Stalingrad gefangen genommenen deutschen Soldaten, die der russische Rundfunk nannte, den Angehörigen mitzuteilen.
weil es mir grausam erschien, Angehörige von einer solchen Nachrichtenquelle über das Schicksal ihrer Angehörigen abzuhalten. Im Übrigen aber bestand ja in Fragen Rundfunkabhörverbot nur eine Alternative. Das war nämlich entweder Einziehung aller Rundfunkapparate und Stilllegung auch des ganzen deutschen Rundfunks. Das forderte mehrfach die Partei oder Abhörverbot. Und da erschien mir das Verbot zum Abhören ausländischer Sender das kleinere Übel. Im Übrigen herrschte schließlich Krieg und der Gegner war nicht allzu wählerisch in seinen Mitteln. Ich möchte nur ein Beispiel erwähnen, das war der Sender Gustav Siegfried II, der im Anfang seiner Arbeit Hörer in Deutschland warb mit Schilderungen, die ich nicht näher charakterisieren möchte, die mich aber dazu veranlassten, die Aufnahme dieses Senders in meiner eigenen Abhörstation zu verbieten. Ihnen ist der Vorwurf gemacht, Sie hätten aufgereizt zu einer Politik der rücksichtslosen Ausbeutung der besetzten Gebiete. Bekennen Sie sich zu einer solchen Politik? Nein. Das Ziel meiner gesamten Propagandaarbeit in Europa war ja und musste ja sein, die Gewinnung der Völker Europas für die deutsche Sache. Alles andere wäre einfach unlogisch gewesen. Alle Rundfunksendungen in allen europäischen Sprachen, die unter meiner Leitung gemacht wurden, hatten jahrelang nur ein einziges Ziel, eben die Gewinnung der freiwilligen Mitarbeit, vor allem der besetzten Gebiete für den Kampf des Reiches. Waren Sie der Ansicht, dass die deutsche Verwaltung in den besetzten Gebieten diesen Weg der Werbung einer freiwilligen Mitarbeit ging? Zu Anfang bestimmt, mit einer einzigen Ausnahme, das war Koch in der Ukraine. Sonst haben, nach meiner Erkenntnis, alle Verwaltungen besetzter Gebiete diese Kollaboration gesucht, teils mehr, teils weniger geschickt. Ich sah dann die gigantischen Anstrengungen, die die Alliierten machten, zur Störung dieser deutschen Kollaborationspolitik, die ja für sie sehr gefährlich war. Ich sah diese Anstrengungen der Alliierten zunächst mit dem Mittel der Propaganda. Diese allein hätte nicht gewirkt. Aber ich sah diese Anstrengungen dann mit dem anderen Mittel, nämlich dem Mittel der Attentate und der Sabotage. Hier hatten diese Bemühungen einen großen Erfolg. Attentate schufen immer Repressalien und Repressalien schufen neue Attentate. Ich hoffe, nicht missverstanden zu werden. Und es ist nicht zynisch gemeint, wenn ich Folgendes sage. Ich als Propagandist betrachtete zum Beispiel den Mord an Heydrich als einen kleinen Erfolg. Die von Deutschen durchgeführte Zerstörung von Lidice aber
als einen ganz großen Erfolg der Alliierten. Ich war also immer und musste sein ein Gegner von Repressalien aller Art. Waren Ihnen denn die Repressalien bekannt? Und wie haben Sie sie in Ihrer Propaganda behandelt? Und das eben erwähnte Lidice habe ich erst nach Monaten erfahren, weil ich zu dieser Zeit an der Ostfront stand. Ich erfuhr, und das ist bezeichnend, nur die Zerstörung der Häuser von Lidice und die Vertreibung der Einwohner. Ich erfuhr erst hier im Gerichtssaal die Tötung eines Teiles der Einwohner. Von den Geiseln erfuhr ich die Einbehaltung, aber ich erfuhr nicht die Tötung. Die Tötung von Geiseln wurde auch immer nur in den besetzten Gebieten veröffentlicht. Und wenn einmal irgendwo Erschießungen vorkamen, dann wurde mir berichtet, es seien zum Tode Verurteilte, Attentäter oder Verschwörer. Auch der Nacht- und Nebelerlass war mir unbekannt. Dagegen erfuhr ich häufig von Geldstrafen, die Städten oder Landschaften auferlegt wurden. In unserer Propaganda haben wir immer auf die Anlässe solcher Repressalien hingewiesen. Und wie haben Sie die Arbeit der deutschen Verwaltungen in Ihrer Propaganda geschildert? Ich habe immer hingewiesen auf die Aufbauarbeit, die trotz aller Schwierigkeiten und trotz aller Widerstände in den verschiedenen besetzten Gebieten geleistet wurde. Vor allem und weit an der Spitze die Arbeit zur Intensivierung der Landwirtschaft. Dann die zur Hebung der industriellen Produktion. Dann habe ich hinweisen lassen auf die Versorgung besetzter Gebiete mit Lebensmitteln. Oft, wie ich ausdrücklich betonen möchte, aus knappen deutschen Beständen. Ich habe berichten lassen von der Schaffung von Schulen. Und ich habe zum Teil sehr eindrucksvolle Berichte bekommen und verarbeiten lassen. Zum Beispiel über die Versorgung von Städten, wie beispielsweise von Paris, trotz der Attentate, die von feindlicher Seite gegen Eisenbahnlinien oder sonstige Möglichkeiten dieser Versorgung unternommen wurden. Solche Meldungen ließ ich sammeln in ständigen Rubriken, ließ Vorträge und ganze Vortragsreihen halten. Es gab ja sehr viele solcher Meldungen. Und auch das muss ich betonen. Es hat meines Wissens in keinem einzigen von Deutschen besetzten Gebiet eine Säuglingssterblichkeit von 80% gegeben. In keinem gab es brachliegende Äcker. Und es entspricht einfach nicht den Tatsachen, wenn hier einmal von der Anklage behauptet worden ist, in einem Moment allerdings der Erregung, Deutschland und die Deutschen hätten satt und glücklich gelebt in diesem Kriege, während die besetzten Gebiete gehungert hätten. Das ist nicht wahr. Was war Ihnen über Missstände in besetzten Gebieten bekannt? Vor allem die mangelnde Heranziehung der Bevölkerung zur eigenen Verwaltung. Und das Fehlen entscheidender politischer Konzessionen in den Ländern, die sich selbst verwalteten. Ich hatte
unmittelbar nach dem Frankreichfeldzug. Von mir aus immer wieder die Forderung nach Aufstellung einer Magna Carta Europaensis aufgestellt. Einer Aufstellung der Grundrechte der europäischen Völker. Manches Memorandum ist hierüber von mir angefertigt worden, von Dr. Goebbels entgegengenommen worden, zu Hitler gebracht worden. Und als ich im Herbst 1942 mich entschloss, in das Propagandaministerium zurückzukehren, war eines der Versprechen, das mir Dr. Goebbels gab, auch das Versprechen, dass nunmehr endlich diese Magna Carta Europaensis verkündet werden würde. Herr Präsident, ich möchte bei dieser Gelegenheit aus dem Dokument Fritsche Exhibit Nummer 2, Affidavit Scharping, eine dritte Stelle zitieren, von Seite 13 dieses Affidavits. Ich zitiere: Nach der Besetzung verschiedener europäischer Länder hat Fritsche für die Nachrichtengebung Richtlinien etwa in dem Sinne herausgegeben, dass die Völker Europas auf einer gleichberechtigten Grundlage mit Deutschland sich zu einem Staatenbund zusammenschließen sollten. Er trug mir auf, in diesem Sinne eine Vortragsreihe auszuarbeiten, bei dem dieser Gesichtspunkt die entscheidende Rolle spielen sollte und der zugleich den Ressorts für die Nachrichtengebung Richtlinien etwa in dem Sinne herausgegeben, dass die Völker Europas auf einer gleichberechtigten Grundlage mit Deutschland sich zu einem Staatenbund zusammenschließen sollten. Er trug mir auf, in diesem Sinne eine Vortragsreihe auszuarbeiten, bei dem dieser Gesichtspunkt die entscheidende Rolle spielen sollte und der zugleich den Ressorts Anregungen für einen gesunden Aufbau in den besetzten Gebieten geben sollte. Ende des Zitats. Kannten Sie das, was über die Tätigkeit der Polizei in den besetzten Gebieten hier von der Anklage geschildert wurde? Nein. Bei dieser Gelegenheit eine Zwischenfrage. Ich habe den Zeugen Paulus schon gefragt, nach Ihrem Verhalten, nachdem Sie von dem Kommissar Befehl Kenntnis erhalten hatten. Wie steht es damit? Den Befehl zur Erschießung gefangen genommener Sowjetkommissare lernte ich kennen Anfang Mai 1942, als ich zur 6. Armee kam. Ich habe sofort hiergegen Stellung genommen. Ob er durchgeführt wurde oder nicht durchgeführt wurde, das weiß ich nicht. Hier hat Feldmarschall Paulus zweifellos recht, wenn er erklärt, dass er die Durchführung dieses Befehls im Bereich seiner Armee schon vorher verhindert hatte. Ich jedenfalls machte es mir zur Aufgabe, den Befehl als solchen aufheben zu lassen. Und ich habe dies auch erreicht, indem von der 6. Armee aus auf meinen Rat bestimmte Eingaben an das OKW oder an den Führungsstab gemacht wurden.
Ich bin im Übrigen der Überzeugung, dass viele Armeeführer genauso handelten wie der Armeeführer der 6. Armee und diesen Erlass eben nicht durchführten. Aber er wurde daraufhin wenigstens ausdrücklich aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft zitiert zwei Absätze ihrer Rundfunkrede vom 5. Juli 1941. Herr Präsident, das ist im englischen Protokoll, Captain Sprecher, Seite 32-33. Die Staatsanwaltschaft folgert aus diesem Zitat, dass sie aufgehetzt hätten zu rücksichtslosen Maßnahmen gegen die Bevölkerung der Sowjetunion. Sie hätten die Völker der Sowjetunion verleumdet. We can't find it here. What is the PS number? Das ist Protokoll, Herr Präsident. Die in unserem we haven't got the transcript here. We've got the document book. And the document book doesn't contain 32 and 33 pages. It only contains 32 or 31 and a bit. Ja. Ich kann die Exhibitnummer angeben. Das ist 3064 PS. US-Exhibit 723. Und? It's page 14. Page 14 in our book. Well, did you say the 5th of July? 5. Juli, 5.7.41. Well, I've got the 7th and the 10th of July, but not the 5th. What page in the shorthand notes was it, you know? Protokoll im englischen Text auf Seite 32-33. Ich habe das englische Protokoll hier. Well, you better go on. Better read it then. Das Zitat aus der Anklagerede Captain Sprechers lautet: Wie aus den Briefen von der Front von Filmberichterstattern, Propagandakompanien, die der deutschen Armee beigegeben wurden, wo immer die deutsche Armee vorging, PK-Berichterstatter und Soldaten auf Urlaub, bestätigen das in diesem Kampf im Osten kämpft keine Lebensanschauung gegen eine andere, kein politisches System gegen ein anderes, sondern Kultur, Zivilisation und Menschenwürde haben sich gegen teuflische Prinzipien einer Unterwelt erhoben. Ich möchte hier feststellen, ich habe damit weder zu rücksichtslosen Maßnahmen gegen die Bevölkerung der Sowjetunion aufgehetzt, noch wollte ich die Völker der Sowjetunion verleumden. Ich verweise auf den Gesamtwortlaut der Ansprache vom 5. Juli. Ich möchte diesen Wortlaut nicht verlesen, bitte aber um die Erlaubnis, ihn ganz kurz zusammenfassen zu dürfen. Herr Präsident, in meinem Dokumentenbuch Nummer 1, ich weiß nicht, ob dem Hohen Gericht dieses schon vorliegt, habe ich diese sämtlichen Rundfunkansprachen des Angeklagten Fritsche, aus denen die Staatsanwaltschaft Stellen zitiert hat zu seiner Belastung, im vollen Wortlaut aufgenommen. What page is it?
Das ist auf Seite 8 bis 13. Die Rundfunkrede vom 5.7.41. Ich bitte um die Erlaubnis, den Inhalt ganz kurz zusammenfassen zu dürfen. Ich sprach von den Berichten, die die deutsche Öffentlichkeit erhalten hatte, über das, was deutsche Soldaten gesehen hatten bei ihrem Vormarsch in der Sowjetunion. Vor allem über getötete Gefangene in den Gefängnissen verschiedener Städte. Ich schilderte diese Dinge nicht noch einmal, sondern erinnerte nur an die damals ausgegebenen Berichte. Daraus zog ich die Folgerung, man sehe nun, wie notwendig der Kampf gegen ein System sei, unter dem solche Gräueltaten möglich waren. Für die Völker der Sowjetunion gebrauchte ich sogar ausdrücklich Worte des Mitgefühls und der Sympathie. In demselben Zusammenhang und mit derselben Tendenz zitiert die Anklage dann einen Satz aus einem Absatz ihrer Rundfunkansprache vom 10. Juli 1941. Herr Präsident, das ist in dem Dokumentenbuch Nummer 1 die Rede vom 10. Juli 1941, ebenfalls im vollen Wortlaut, auf den Seiten 14 bis 19. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? In diesem Zitat, ja in dieser ganzen Ansprache, wird das noch deutlicher, was ich eben sagte. Ich verwies noch einmal auf die eben schon erwähnten Berichte. Ich verwies auch auf die Schilderungen von Auslandskorrespondenten. Und dann teilte ich hierzu ganz offen die Stellungnahme Moskaus zu diesen Ereignissen mit. Und sagte ganz ehrlich, Radio Moskau gibt an, dass diese Gräueltaten Tatsachen sind. Aber es behauptet, diese Gräueltaten wären nicht begangen worden von Russen, sondern von Deutschen. Gegenüber dieser Stellungnahme Moskaus trat ich sozusagen eine Flucht in die Öffentlichkeit an. Ich rief die Millionen von deutschen Soldaten zu Zeugen an. Ich rief als Zeugen ihre Frauen, ihre Väter und Mütter. Ich rief in feierlicher Form als Zeugen an die Bewohner der besetzten Gebiete, in denen Deutsche damals die Macht hatten und in denen sie, wie ich sagte, nur dem moralischen Gesetz in der eigenen Brust unterworfen waren. Dann zog ich die Schlussfolgerung, diese deutschen Soldaten können gar nicht die Grausamkeiten begangen haben, die da von Berlin und Moskau gleichermaßen geschildert werden. Der Ankläger behauptete, dieser Versuch, deutsche Gräueltaten den Russen in die Schuhe zu schieben, sei lächerlich. Ich empfinde diese Stelle nicht als lächerlich. Ich empfinde sie als tragisch. Sie zeigt in voller Klarheit, nach meiner Auffassung, die ganze Ehrlichkeit meiner damaligen Überzeugung von der absoluten Sauberkeit und Ehrenhaftigkeit der gesamten deutschen Kriegführung. Und ich glaube auch heute noch, dass Mord und Gewalttat und Sonderkommandos nur wie ein Fremdkörper, nur wie ein Geschwür
an dem moralisch gesunden Körper des deutschen Volkes und seiner Wehrmacht hafteten. Die Anklage zitiert schließlich eine Stelle aus ihrer Ansprache vom 9. Oktober 1941, aus der auch an anderer Stelle ein anderes Zitat gebracht wurde. Herr Präsident, im Dokumentenbuch Fritsche Nummer 1 ist diese Rede im vollen Wortlaut enthalten auf den Seiten 20 bis 25. Und die Zitate der Staatsanwaltschaft sind zusammengefasst in einem Dokument, in dem Dokumentenbuch Fritsche der Staatsanwaltschaft. Dass das Hohe Gericht das leicht vergleichen kann. Die Anklage folgert aus diesem Zitat, dass sie begeistert von der Politik der Nazi-Verschwörer gesprochen hätten, bei der rücksichtslosen Ausbeutung der besetzten Gebiete. Was haben Sie dazu zu sagen? Von irgendeiner Rücksichtslosigkeit ist keine Rede, weder in dem Zitat, das die Anklage brachte, noch auch in dem übrigen Wortlaut der Ansprache vom 9. Oktober 1941. Ich verweise auf mein Affidavit 3469 PS, Paragraph 39. Einen Paragraphen, den die Anklage ja auch selbst in fairer Weise zitierte in diesem Zusammenhang. Darüber hinaus darf ich wieder den Sinn meiner damaligen Ansprache ganz kurz zusammenfassen. Es war die Zeit, in der deutsche Soldaten vom Schwarzen Meer bis zur Biskaya standen. Ich sprach von der Möglichkeit der Hebung der Schätze dieses riesigen Gebietes. Ich sagte, die Möglichkeiten dieses Kontinents sind so bedeutend, dass sie jeden Bedarf decken können für Krieg und für Frieden. Ich erklärte in diesem Zusammenhang, dass also eine Aushungerung durch Blockade, wie sie von 1914 bis 18 versucht wurde, nicht mehr in Frage kommen könne. Des Kriegsgewitters. Präsident, ich habe die Bitte, meinen Klienten Rosenberg von jetzt ab zu beurlauben möchte. Von jetzt ab für den heutigen Tag zu beurlauben, da ich mit ihm sprechen möchte. Oh ja, ihr Schöttner. Ich war auch kein Antisemit im Sinne der radikalen Theorien oder Methoden von Theodor Fritsch bis Julius Streicher. Die Anklage sagte, selbst der angeklagte Streicher, der Hauptjudenhetzer aller Zeiten, hätte kaum Fritsche übertreffen können in Bezug auf Verleumdungen gegen die Juden. Hiergegen protestiere ich, das glaube ich nicht verdient zu haben. Niemals habe ich Propaganda getrieben mit Ritualmorden, mit Kabbala oder mit den sogenannten Geheimnissen der Weisen von Zion, die ich zu jeder Zeit meines Lebens für Machwerke einer primitiven Agitation gehalten habe. Aus menschlichen Gründen tut es mir leid, eine weitere Aussage machen zu müssen. Aber ich kann sie im Interesse der Wahrheit nicht verschweigen.
Ich und meine Mitarbeiter in Presse und Rundfunk haben wohl ohne Ausnahme den Stürmer radikal abgelehnt. Ich selbst habe ihn in 13 Jahren einer regelmäßigen Presseübersicht im Rundfunk nie zitiert. Er wurde auch sonst in der deutschen Presse nicht zitiert. Seine Schriftleiter gehörten zu meiner Zeit der Berufsorganisation der deutschen Presse nicht an. Sein Verleger gehörte zu meiner Zeit nicht der Verlegerorganisation an. Wie das später wurde, weiß ich nicht. Ich habe, wie schon im Affidavit erklärt, zweimal versucht, den Stürmer zu verbieten. Es ist mir nicht gelungen. Man bot mir dann die Zensur des Stürmer an, ich lehnte sie ab. Ich wollte den Stürmer verbieten. Nicht nur, weil der einfache, wörtliche Abdruck einer Seite des Stürmer die wirkungsvollste antideutsche Propaganda war, die es jemals gegeben hat. Ich wollte den Stürmer verbieten, einfach aus Gründen des guten Geschmacks. Ich wollte ihn verbieten als eine Quelle des Radikalismus, gegen den ich auf allen Gebieten kämpfte. Und das große Geheimnis der in diesem Saal erwähnten plötzlichen Steigerung der Auflage des Stürmer nach 1933 auf 500.000 liegt auf demselben Gebiet, auf dem doch auch das Geheimnis des plötzlichen Anschwellens solcher Organisationen wie der SA etwa liegt. Die Partei hatte 1933 den Zuzug neuer Mitglieder gesperrt. Und unendlich viele Menschen suchten nun Anschluss, wenn sie ihn nicht an die Partei direkt finden konnten, dann bei irgendeiner Untergliederung, etwa wie der SA. Oder sie suchten sich als verwandt mit nationalsozialistischen Ideen auszuweisen durch ein Abonnement des Stürmer und dessen Aushang. In diesem Sinne also war ich nicht Antisemit. Dagegen war ich Antisemit in folgendem Sinne. Ich wünschte eine Einschränkung des überragenden Einflusses des Judentums auf die deutsche Politik, Wirtschaft und Kultur nach dem Ersten Weltkrieg. Eine Einschränkung bis auf das Maß, das dem zahlenmäßigen Anteil der Juden an der Bevölkerung Deutschlands entsprach. Ich habe diese Stellungnahme wohl mitunter auch öffentlich erwähnt, aber ich habe keine umfangreiche oder systematische Propaganda dafür getrieben. Die antisemitischen Äußerungen, die die Anklage mir vorgehalten hat,
haben einen anderen Zusammenhang. Es ist die folgende Tatsache. Ich habe nach dem Ausbruch des Krieges oft auf die Tatsache hingewiesen, dass jüdische Emigranten gleich nach 1933 als erste betont hätten, ein Krieg gegen das nationalsozialistische Deutschland sei notwendig. Zum Beispiel Emil Ludwig oder Georg Bernhardt oder das Pariser Tageblatt. Dies ist, soweit ich mich erinnere, der einzige Zusammenhang, in welchem ich überhaupt antisemitische Äußerungen tat. Ich kann dies nicht sagen, ohne darum zu bitten, noch eins betonen zu dürfen. Ich habe erst in diesem Prozess erfahren, dass es im Herbst 1939 um mehr ging als um eine Stadt und um eine Straße durch den Korridor. Dass in Wahrheit schon eine neue Teilung Polens wenigstens vorbereitet war. Und ich habe auch erst hier im Prozess erfahren, dass Hitler die jüdischen Warnungen vor ihm durch einen Mordbefehl in furchtbarer Weise bestätigte. Wenn ich diese beiden Dinge damals gewusst hätte, dann hätte ich die Rolle der jüdischen Propaganda vor Kriegsausbruch anders geschildert. Herr Präsident, in diesem Zusammenhang verweise ich auf das bereits überreichte Fritsche Exhibit Nummer 2, Affidavit von Dr. Scharping, auf die Seiten 9 bis 11. Das ist enthalten in meinem Dokumentenbuch Nummer 2. Ich weiß nicht, ob dem Hohen Gericht dieses schon vorliegt. Seiten 9 bis 11. Ich verweise nur auf den Inhalt. Die Anklage zitiert eine Stelle aus einem Buch von Müller über das Propagandaministerium. Danach hatte dieses Ministerium unter anderem die Aufgabe der Aufklärung über die Judenfrage. Nach der Schilderung der Anklage sah es so aus, als ob Sie diese Aufgabe gehabt hätten. Ist das richtig? Nein. Das Referat Judentum war ein Glied der Abteilung Propaganda, die im Gegensatz zu den Fachabteilungen oder den Verwaltungsabteilungen die sogenannte Aktivpropaganda betrieb. Ich habe diese Abteilung Propaganda niemals geleitet. Eine Zwischenfrage. Der angeklagte Streicher hat am 29. April ausgesagt, dass das Propagandaministerium eine nationalsozialistische Korrespondenz herausgab, die auch dem Stürmer zuging. Und die in jeder Nummer mehrere antisemitische Aufsätze gebracht hätte. Stimmt das? Nein, die nationalsozialistische Korrespondenz wurde nicht vom Propagandaministerium, sondern von der Reichspressestelle der NSDAP herausgegeben.
Ich hatte aber nicht den Eindruck, als ob die eigentümliche Richtung des Stürmer durch Aufsätze der nationalsozialistischen Korrespondenz charakterisiert wäre. Allerdings kann der Stürmer den einen oder anderen Aufsatz der NSK gebracht haben. Die Anklage hat eine Stelle ihres Rundfunkvortrags vom 18.12.41 zitiert. Diese Rede ist in meinem Dokumentenbuch 1 auf den Seiten 26 bis 32 im vollen Wortlaut enthalten. Sie sagen an dieser Stelle, dass das Schicksal des Judentums in Europa unangenehm ausgefallen sei und dass dieses Schicksal sich möglicherweise auch auf die neue Welt ausdehnen würde. Die Anklage vertritt die Ansicht, dass dies eine Ankündigung weiterer Taten in der Judenverfolgung sei. Was haben Sie dazu zu sagen? Ich sprach in diesem Zitat von dem unangenehmen Schicksal des Judentums in Europa. Nach dem, was wir heute wissen, muss das natürlich so aussehen, als ob ich den Mord an den Juden gemeint hätte. Aber ich erkläre dazu. Den Mord kannte ich damals nicht, ihn konnte ich also nicht meinen. Ich meinte nicht einmal die Evakuierung, denn auch sie wurde wenigstens in Berlin erst über ein Jahr später oder ein bis zwei Jahre später durchgeführt. Ich meinte lediglich die Ausschaltung der Juden aus Politik und Wirtschaft. Darauf deutet auch der Ausdruck unangenehm hin, der sonst unerklärlich wäre in seiner Leichtigkeit. Im Dokumentenbuch 1 auf den Seiten 46 bis 51 zu finden. Die Anklagebehörde zitiert nur zwei Absätze. Und zwar Seite 50 meines Dokumentenbuches, Absatz 2. In diesen Zitaten behaupten Sie einen jüdischen Einfluss auf die britische Politik. Wie kamen Sie zu solchen Behauptungen? Die Anklage hat aus diesem Zitat folgern zu dürfen geglaubt, dass es die Einleitung sei zu weiteren Verfolgungen der Juden und in der Tat zu ihrer Vernichtung. Diese Folgerung ist nicht begründet, weder im Wortlaut noch im Sinn. Noch auch im Zusammenhang des Zitates. Ich möchte in diesem Fall darauf verzichten, den Zusammenhang zu schildern. Auch nicht in einer kurzen Zusammenfassung. Er ergibt sich bei Lektüre der fraglichen Ansprache. Jedenfalls kann ich nicht erkennen, wo hier eine Aufforderung zur Vernichtung der Juden gegeben sein soll. Ihnen ist im Rahmen der allgemeinen Verbrechen gegen die Humanität vorgeworfen worden, eine aufreizende Verunglimpfung der Juden.
Ihr logisches Resultat seien weitere Ausschreitungen gewesen. Ich muss Sie also nach dem Judenmord fragen. Kannten Sie den Befehl Hitlers, den hier der Zeuge Höss bekundete, nach welchem die Juden ermordet werden sollten? Ich erkläre unter meinem Eid. Diesen Befehl kannte ich nicht. Wenn ich ihn gekannt hätte, hätte ich demjenigen, der ihn gab, nicht eine Stunde länger Gefolgschaft geleistet. Ich behaupte darüber hinaus, dass dieser Befehl wie überhaupt diese ganze Aktion offenbar mit einer besonderen Sorgfalt vor mir und meinen Mitarbeitern verheimlicht worden ist, weil ich dieser Aktion einmal beinahe auf der Spur gewesen bin. Haben Sie denn irgendwann einmal einen Hinweis bekommen auf die Tötung einer größeren Anzahl von unschuldigen Menschen? Ja. Im Februar, März 1942 erhielt ich einen Brief eines mittleren SS-Führers aus der Ukraine. Den Namen weiß ich nicht mehr. Inhalt des Briefes: Der Schreiber sei Kommandeur einer SS-Einheit, habe den Befehl erhalten, Juden und ukrainische Intelligenz seines Bezirkes zu töten. Er habe nach dem Erhalt dieses Befehls einen Nervenzusammenbruch erlitten, liege nun im Lazarett. Eine Beschwerde auf dem Dienstweg erscheine ihm unmöglich. Er kenne mich zwar nicht, aber habe Zutrauen zu mir. Vielleicht könne ich helfen. Er bitte nicht, seinen Namen zu nennen, da er mit dem Leben für Verschwiegenheit hafte. Ich rief, eigentlich ohne irgendeine längere Überlegung, nach dem Erhalt des Briefes sofort Heydrich an, den Obergruppenführer, der damals Leiter des Reichssicherheitshauptamts oder der Gestapo war. Ich kannte ihn persönlich zwar kaum, aber er erklärte sich sofort bereit, mich zu empfangen. Ich war bei ihm und legte ihm schmucklos die Frage vor: Ist Ihre SS dazu da, Massenmorde zu begehen? Heydrich zeigte sich äußerst empört und erklärte Folgendes: Er habe kleinere oder größere SS-Kommandos zu Polizei- und Bewachungszwecken abgegeben an verschiedene Minister, Reichskommissare und so weiter. Diese Kommandos seien schon mehrfach missbraucht worden. Vielleicht sei dasselbe der Fall mit dem Kommando, das dem Gauleiter Koch zur Verfügung gestellt worden sei. Er werde sofort eine Untersuchung anstellen. Am nächsten Mittag rief mich Heydrich, wie er sagte, aus dem Hauptquartier an und teilte mir mit: Tatsächlich sei diese Aktion versucht worden, und zwar auf Befehl Kochs. Koch habe sich seinerseits auf den Führer berufen. Dieser habe noch nicht Stellung genommen,
Ich würde weiteres hören. Zwei Tage später bat mich Heydrich um einen Besuch und sagte, Hitler habe strikt erklärt, einen solchen Befehl nicht gegeben zu haben. Koch behaupte nun ein Missverständnis. Eine Untersuchung gegen Koch sei eingeleitet. Jedenfalls erklärte mir Heydrich, die Aktion werde nicht durchgeführt. Ich erinnere mich besonders eines Satzes aus dieser Unterredung, nämlich der Erklärung Heydrichs, glauben Sie mir, Herr Fritzsche, wer im Ruf der Grausamkeit steht, der braucht nicht grausam zu sein, der darf menschlich handeln. Kurz darauf wurde ich Soldat, bat um Kommandierung zur 6. Armee und ging in die Ukraine. Haben Sie sich mit dieser Auskunft Heydrichs einfach... Wait a minute. I didn't understand that last sentence. Heydrich said, believe me, Mr. Fritzsche. And then... Ich darf wiederholen. Wer im Ruf der Grausamkeit steht, der braucht nicht grausam zu sein, der darf menschlich handeln. But then you went on about going to the 6th Army. Ich wurde kurz danach Soldat. Er hat dann angefügt, Herr Präsident, dass er kurz nach diesem Zusammentreffen mit Heydrich selbst, nämlich der angeklagte Fritzsche, Soldat geworden ist und ausdrücklich gebeten hat, zur 6. Armee, die damals in der Ukraine stand, kommandiert zu werden. And what was the date of this incident? Februar, März 1942. Haben Sie in der Ukraine, als Sie nun als Soldat dort waren, versucht, die Angaben Heydrichs auf ihre Richtigkeit hin nachzuprüfen? Ich hatte dazu keinerlei amtliche Befugnis, aber ich habe als alter Journalist selbstverständlich Nachprüfungen auf eigene Faust angestellt. Zunächst in Kiew, bei der dortigen deutschen Rundfunkstelle. Ergebnis: Jawohl, es sind einige Erschießungen vorgekommen. Und zwar nach der Sprengung einiger Häuserblocks in Kiew, wobei viele deutsche Soldaten ums Leben kamen. Aber es waren Erschießungen nach standgerichtlicher Verurteilung. Dann fuhr ich 3 Tage kreuz und quer über Land zwischen Kiew und Poltawa. Meist ganz allein. Ich fand eine Bevölkerung in tiefstem Frieden. Keinerlei Zeichen von Terror. Und wurde übrigens selbst sehr gut aufgenommen. In Poltawa hielt ich dann Rückfrage bei Offizieren und Soldaten. Da wurde mir auch wieder gesagt, jawohl, einige Urteile von Kriegsgerichten in Charkow. Grund Sabotage. Dann besuchte ich in Charkow selbst das dortige SS-Kommando und sprach mit dem dortigen Sturmführer Retzlaff. Der stritt jede Erschießungsaktion ab
Er zeigte mir das Gefängnis. Es waren etwa 50 Personen darin, nicht mehr. Ich fragte nach Lagern. Er erklärte, es gäbe solche nicht. Dann machte ich noch Besuche bei einer ukrainischen Familie. Dann fragte ich einen deutschen Landwirtschaftsführer in Belgorod. Das Ergebnis war immer wieder, Erschießungsaktionen haben nicht stattgefunden. Und da allerdings nahm ich als sicher an, dass es eine versuchte Einzelaktion war, die nicht durchgeführt wurde. Hatten Sie nicht schon vor jenem Brief eines SS-Führers aus der Ukraine Verdacht geschöpft? Vielleicht aus den Rundfunksendungen der Alliierten, die Ihnen ja doch zugänglich waren. Diese Rundfunksendungen waren mir zugänglich. Ich ließ Berichte über Gräueltaten damals sogar besonders sammeln und ließ sie herausziehen aus den riesigen Paketen der täglichen Aufnahmen feindlicher Rundfunksendungen. Ich ließ diese Nachrichten dann nachprüfen. Wer besorgte diese Nachprüfung? Der zuständige Referent, der Oberregierungsrat Körber, Leiter des Referats Schnelldienst in der Presseabteilung oder einer seiner Mitarbeiter oder ich selbst. Bei wem wurde nachgeprüft? Es wurde nachgefragt beim Reichssicherheitshauptamt, weil meistens in diesen Meldungen von